Nicht nur der Krieg in der Ukraine wirft seinen langen Schatten bis nach Deutschland, auch das Coronavirus droht mit weiterem Ungemach. Nicht bei uns, doch in China kämpft die Regierung mit harten Lockdowns gegen eine neue Omikron-Welle. Der rigide Kurs könnte sich zum nächsten Schock für die deutsche Wirtschaft entwickeln, vor allem wenn Lieferketten erneut abreißen. Mehr von Marco Reinke. Chinas Wirtschaftsmetropole Shanghai stillgelegt. Die Regierung will mit einer Null-Covid-Strategie die neue Omikron-Welle stoppen. Massentestungen und Isolationskrankenhäuser bei einer Inzidenz von rund 370. Roboter mit Lautsprecher informieren über den Lockdown. Doch die Millionenstadt ist Sitz zahlreicher Zulieferfirmen für deutsche Autohersteller und ausländische Elektronikmarken. Der wichtige Hafen von Shanghai ebenfalls lahmgelegt. Der deutsche Handel warnt nun vor Engpässen. Wir sehen, dass der gesamte deutsche Einzelhandel eben sein Sourcing in Asien, in China über solche Häfen wie in Shanghai abwickelt. Die Frage ist natürlich, welche weiteren Auswirkungen auch ein Produktionsstopp in Fabriken haben wird. Das müssen wir noch abwarten. Die anhaltenden Krisen dämpfen die deutsche Wirtschaft. Die Konjunkturprognose sagte vor Russlands Einmarsch in der Ukraine noch ein Wirtschaftswachstum von 3,6% voraus. Die Bundesregierung senkt nun die Erwartungen auf bis zu 1,4%. Immerhin noch ein Wachstum, beschwichtigt der Arbeitsminister. Dennoch erwartet Hubertus Heil fast 600.000 Kurzarbeiter. Das Ganze steht aber unter dem Vorbehalt, dass sich der Krieg nicht ausweitet und die Energieversorgung steht, so Heil zur Bild am Sonntag. Wir müssen davon ausgehen, dass gerade Sanktionen im Energiesektor erhebliche Auswirkungen auf unseren Arbeitsmarkt, also erstmal auf unsere wirtschaftliche Entwicklung, aber dann in der Folge natürlich auf unseren Arbeitsmarkt haben werden. Die Bundesregierung versichert, man werde mit Wirtschaftshilfen und Kurzarbeitergeldern gegensteuern.